Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Kaum einer kennt sie nicht, diese Bilder von ölverschmierten Tieren am Strand, wenn ein Tanker vor der Küste havariert ist. So schlimm war es am Sonntag bei weitem nicht, als auf der Elbe ein 2 Kilometer langer Ölfilm entdeckt wurde. Dennoch sorgte der Vorfall für Aufsehen und während die Ermittlungen laufen, wurde jetzt eine ähnliche Verschmutzung auf dem Mittellandkanal gemeldet. Ostdeutschlands ältestem Heimattiergarten stehen schwere Zeiten bevor. Seit 2 Wochen ist der Tierpark Köthen wegen eines Vogelgrippefalls geschlossen. Hunderte Tiere mussten bereits getötet werden. Heute haben die Stadt Köthen und die Tierparkbetreiber nun bekannt gegeben, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Was bewegt Stassfurts Oberbürgermeister, sich an der Posaune zu versuchen? Er wird beeinflusst. Allerdings im guten Sinne. Auch er wurde in dieser Woche als Unterstützer unseres Mitmachen statt Meckern-Teams angeworben. Das Jugendblasorchester Stassfurt braucht Hilfe. Zwischen Tanzturnier und Propaganda, die Stadthalle in Magdeburg. Die ganze bewegende Geschichte heute Abend ab 20.45 Uhr im MDR in der Reihe Der Osten. Entdecke, wo du lebst. Ein ganz schönes Domizil hatten sich die Kicker des hallischen FC ausgesucht. Sie haben eine Woche unter der spanischen Sonne gelebt. Oder besser gesagt trainiert. 2 Einheiten pro Woche, bei denen, oder besser gesagt pro Tag, bei denen die Spieler vor lauter Bällen dann fast nichts anderes gesehen haben. Kurz vor dem Abflug gestern nach Hause erlebten sie dann aber doch noch einen kurzen Ausflug. Ein Bock im Getränkemarkt. Ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Bei unserer nächsten Geschichte geht es aber nicht um starkes Bier, sondern um einen echt starken Ziegenbock. Skippy, so heißt er, mischt seit ein paar Wochen den Getränkemarkt in Jessen so richtig auf. Ich glaube, ich hole meine Getränke bald woanders. Dass Väterchen Frost sich zu Frau Holle gesellt hat, das ist ja schon ein paar Tage her. Wie lange hält denn bitte schön diese Liebelei noch, Susanne?